Auf der WWDC 2023 hat Apple neben iOS 17, iPadOS 17 und WatchOS 10 auch ein neues macOS, nämlich macOS Sonoma, vorgestellt. Und ich habe das Ganze mal hier auf meinem MacBook Air mit M2 installiert. Und wir schauen uns im heutigen Video einmal die besten neuen Funktionen in macOS Sonoma etwas genauer an. Sollten dich übrigens Videos wie dieses zu neuen macOS-Versionen und macOS-Tipps interessieren, dann lass jetzt gerne ein Abo da, dann verpasst du in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr. Und wir schauen uns jetzt direkt nach dem Intro einmal macOS Sonoma etwas genauer an und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Beginnen wir das Video zuallererst einmal in den Einstellungen und schauen uns die neuen Wallpaper bzw. Bildschirmschoner an. Dazu öffnen wir hier einmal die Einstellungen, gehen unter Bildschirmschoner, dann sehen wir auch schon, ich habe hier jetzt den Grand Canyon heruntergeladen und diesen auch direkt als Hintergrundbild angezeigt, also im Grunde genommen wie ein Wallpaper. Allerdings haben wir hier eben eine Videoaufnahme und hier könnt ihr jetzt im Grunde genommen alles Mögliche herunterladen, unterschiedliche Landschaften, dann Städte, Unterwasser, Erde und so weiter. Da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten und ich habe hier jetzt den Grand Canyon, wie bereits erwähnt, ausgewählt, das Ganze als Hintergrundbild angezeigt und dann seht ihr auch schon, dass wir hier wirklich eine ganz leichte Videoaufnahme haben, was auf jeden Fall sehr cool aussieht. Und wenn wir jetzt einmal in den Lockscreen gehen, dann sehen wir, dass wir hier eben diese Animation ebenfalls haben. Es bewegt sich hier leicht nach vorne, was sehr, sehr cool aussieht. Und neu ist jetzt eben an diesem Lockscreen, dass wir oben einmal die Uhrzeit und das aktuelle Datum haben und unten dann einmal unseren Benutzer. Das heißt, insgesamt ist das Ganze etwas cleaner, was mir sehr gut gefällt. Das Wallpaper auf dem Lockscreen kommt etwas besser hervor. Und wenn wir jetzt einmal wechseln auf den Homescreen, sprich hier einmal das Gerät entsperren, dann haben wir eben so eine leichte Animation, die dann hier in den Homescreen hineingeht. Und das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schön umgesetzt. Eine kleine, aber sehr schöne neue Funktion sind Web-Apps, die wir nun einfach ins Dock legen können. Und dazu können wir einmal eine Website in Safari öffnen, wie in meinem Fall hier zum Beispiel YouTube. Und dann gehen wir oben einmal auf Ablage, zum Dock hinzufügen. Und daraufhin haben wir hier die Möglichkeit, einmal den Namen anzupassen und die URL. Ich habe das natürlich schon gemacht, ansonsten einmal auf Hinzufügen gehen. Und wenn wir jetzt hier einmal YouTube öffnen, dann sehen wir auch schon, dass hier eben Ganze als Web-App geöffnet wird, aber eben nicht in Safari, sondern es sieht mehr aus wie eine richtige normale App und das finde ich auf jeden Fall sehr schön gelöst. Das heißt, so kann man eben wirklich sehr einfach Web-Apps zum Dock hinzufügen und die dann eben ganz schnell und einfach öffnen. Werfen wir als nächstes einen Blick auf die neuen Homescreen-Widgets, genauso wie unter iOS und iPadOS ist es nun möglich, auf dem Homescreen Widgets zu platzieren und dazu gehen wir ganz einfach oben rechts einmal auf das Datum bzw. die Uhrzeit und dann öffnet sich hier rechts einmal das Widget-Menü, wo auch unter anderem eben die Benachrichtigungen angezeigt werden und hier finden wir unsere Widgets ganz klassisch, die können wir nun aber einfach nehmen und auf dem Homescreen platzieren. Wir können natürlich hier auch auf Widgets bearbeiten gehen und dann finden wir alle möglichen Widgets, wie hier zum Beispiel Batterien, die wir hinzufügen können oder wenn wir hier noch etwas weiter runter scrollen, haben wir zum Beispiel auch die Möglichkeit, auf alle Widgets zuzugreifen, die wir auch auf unserem iPhone oder iPad installiert haben. Das heißt, es funktioniert hier systemübergreifend. Ich kann also als Beispiel hier, wenn ich etwas weiter nach unten scroll, auch auf das Tesla-Widget zugreifen und dieses dann auf meinem Mac platzieren, obwohl es diese App natürlich für den Mac nicht gibt und kann dann hier eben sehen, wie aktuell der Akkustand ist und so weiter. Das heißt, das ist alles möglich, direkt auf dem Mac, auch systemübergreifend, egal ob auf dem iPhone oder auf dem iPad installiert und die könnt ihr dann eben entsprechend ganz einfach frei auf dem Mac Homescreen platzieren. Wechseln wir für die nächste neue Funktion erneut in Safari und gehen dort einmal in die Einstellungen, denn hier finden wir jetzt ganz neue Profile, genauso wie auf dem iPhone oder iPad. Und hier könnt ihr jetzt unterschiedliche Profile anlegen, zum Beispiel für die Arbeit, für die Uni, für die Schule oder natürlich auch einfach nur zum Surfen oder für Gaming. Könnt ihr hier dann entsprechend benennen, könnt die Farben auswählen und hier ein Icon hinzufügen. Und da gibt es wirklich eine sehr große Auswahl. Das heißt, theoretisch könnt ihr auch Profile für unterschiedliche Personen in eurem Haushalt hinzufügen. Und innerhalb dieser Profile, die ihr dann ganz einfach hier oben auswählen könnt, habt ihr dann die Möglichkeit, auf eigene Tabs zuzugreifen, auf eigene Favoriten zuzugreifen, auf eigene Leselisten, Cookies und so weiter und könnt dann hier eben entsprechend wählen, was ihr aktuell macht, ob ihr gerade bei der Arbeit seid, ob ihr etwas lernen müsst, ob ihr recherchieren müsst, ob ihr einfach nur zocken wollt und das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Möglichkeit, Safari so ein bisschen zu strukturieren. Mit macOS Sonoma kommen einige neue Funktionen für Videotelefonie und das systemübergreifend für unterschiedliche Apps, egal ob ihr Zoom,
Teams oder FaceTime benutzt. Und besonders für Präsentationen ist das sehr praktisch, denn dort könnt ihr euch entweder als so kleine Kugel unten rechts platzieren, als so kleinen Kreis und dann eben eure Präsentation vorstellen oder euch auch leicht ausgeschnitten vor eure Präsentation setzen und diese dann im Hintergrund sozusagen darstellen lassen. Hat Apple auf der WWDC sehr gut dargestellt. Und es ist auch möglich, im Hintergrund sozusagen als Reaktion irgendwie ein Feuerwerk oder Herzen darzustellen, um eben auf bestimmte Dinge zu reagieren, was ich auch eine ganz nette Idee finde, wenn man eben in so einer Videokonferenz ist. Für die letzte neue Funktion, die ich euch gerne in macOS Sonoma zeigen möchte, habe ich einmal ein PDF geöffnet, denn es ist nun möglich, das Ausfüllen-Feature an mehreren Stellen zu benutzen. Die einzelnen Felder werden besser erkannt und nicht nur mit PDF-Dateien, die man irgendwie im Internet herunterlädt, sondern tatsächlich auch mit Fotos. Das heißt, man kann so ein Dokument auch abfotografieren. Und wenn wir jetzt hier oben rechts einmal auf dieses Ausfüllen-Feature gehen, dann sehen wir schon, dass hier wirklich alle Kästchen erkannt werden. Wir können hier eben ganz einfach uns durchklicken und das funktioniert insgesamt mit macOS Sonoma viel, viel besser, dass eben diese Felder erkannt werden und dass wir einfach viel, viel mehr Möglichkeiten mit PDF-Dateien auf dem Mac haben, um diese eben zu bearbeiten, um sie auszufüllen. Das war vorher leider nicht ganz so gut gelöst. Und das soll es denn jetzt auch schon wieder von diesem Video zu macOS Sonoma und den besten neuen Funktionen gewesen sein. Und ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat und dass ich euch einen ganz guten Überblick über die besten neuen Features geben konnte. Wenn das der Fall war, dann lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir euer Lieblingsfeature von macOS Sonoma mal unten in die Kommentare und vergesst nicht meinen Kanal für weitere ähnliche Videos kostenlos zu abonnieren. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut.